Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mixed Games. Mixed Games? Ja, ich kann kein Englisch. Die Mixed Games heute da, mein Gott. Ja, diesmal mit Sneaky Assassins. Ein Spiel, ja, bei dem wir irgendwas mit Villagern machen müssen und Rauchbomben und Schwertern. Ist. Und ich habe keine Ahnung, was man da machen soll, aber das werden wir schon herausfinden. Niemand von uns hat eine Ahnung von. Und ja, schauen wir mal, was hier abgeht. Ja, machen wir einfach mal. Ja, einfach mal machen. Wahrscheinlich muss man nachher irgendwas bauen. Ein bisschen zu blöd dafür. Das ja, klar, so. Mit Schwertern. Ja, wenn ihr Melonen esst, dann werdet ihr schneller hier. Nein, ich bin nicht ins Team getreten. So, okay. Du musst irgendwas schlagen und dadurch kriegst du dann. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, mit den Rauchbomben kannst du was sehen. Und wenn du Villager tötest. Bringt es, glaube ich, du musst nicht mal Villager töten. Aber mit Rauchbomben kannst du für kurze Zeit Gegnerspieler sehen. Kann das sein? Oder, nee, dann ist man unsichtbar. Ja. Also Rauchbomben machen einen unsichtbar. Und ansonsten ist man gar nicht unsichtbar. Ich glaube, die Villager sollen einen nur ablenken. Assassin's Creed Prinzip. Falls ihr das Spiel kennt. Ja, was muss ich machen? Das heißt, du musst die. Wir sehen auch aus wie Villager. Und wir müssen herausfinden, wer ein echter Spieler ist. Man sieht ja Spieler. Ja. Nee, die siehst du nicht. Doch, also ich sehe immer mal Spieler. Ich kann mir sofort. Ja, doch, das stimmt, da hat David vollkommen recht. Du kannst dich in Assassin's Creed. Ja, jetzt mache ich Werbung für ein anderes Spiel, aber scheiß drauf, es hat das gleiche Prinzip. Kannst du dich auch verkleiden. Sozusagen, damit die Gegner dich nicht finden können. Und du musst eben herausfinden, wer ein Assassine ist und wer nicht. Wenn du einen Villager tötest, dann kriegst du Minuspunkte, weil du eben einen Bürger getötet hast, weil das in Assassin's Creed verboten ist. Das gleiche Prinzip ist hier auch bei Minecraft. Und es sind nur so verdammt viele und weil alle gleich aussehen, kann man gar nicht wissen. Also bei Assassin's Creed sehen die auch mal ein bisschen anders aus, ist ja ganz klar. Aber hier sehen alle gleich aus und deswegen ist das voll schwierig. Und mit Smoke Bombs kannst du eben versuchen zu entkommen, falls sich jemand entdeckt hat. Was macht das Ding, was da so leuchtet? Hm. Also ich renne hier einfach ein bisschen rum, hab ich das richtig verstanden? Ja, ist halt schwer jemanden zu finden, ne? Ja, guck mal, der TPHN hat schon 2 Kills. Wenn man nicht zu krass rumrennt, dann sieht man doch aus wie ein normaler Villager. Ja. Und auch nur nicht zu zielstrebig rennen, wie Bernd gerade. Du siehst mich doch gar nicht. Doch. Scheiße, ich hab einen gesehen. Wo bin ich denn? Einer von den Villagern gerade gewesen. Da, jetzt rennst du da. Hab einen. Ist halt schwer herauszufinden, wer hier ein echter Spieler ist und wer nicht. Die so zielstrebig laufen. Hier läuft keiner zielstrebig. Doch, du und David. Die anderen gucke ich nicht, aber ich denke mal die auch. Ich laufe gar nicht zielstrebig. Ich laufe einfach nur im Kreis die ganze Zeit. Sprintet ihr eigentlich oder lauft ihr? Ne, wenn wir sprinten, würden wir auffallen. Ich bin schon hoch. Kann ich verstehen, Franzi. Oh lol, Players sind disguised jetzt. Alle sind stehen geblieben und bewegen sich nicht mehr. Ja, dann fliegst du raus oder es ist ein Lag oder sowas. Oder es liegt daran, dass jetzt. Ja, ich bin raus. Ja. Das ist auf jeden Fall gut, dass der Aufnehmen raus ist. Ja, auf jeden Fall. So, was machen wir jetzt? Neu starten? Gucken, jetzt meine Stadt. Ja, ich kann ja nicht zugucken.
nicht. Ja, das ist ihr gleich sterben. Ja, ich mache da kurz eine Aufnahmeunterbrechung. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Für euch geht's direkt weiter. Und sagen 8 Tage dazwischen. Ich. Ja. Acht Jahre. Ja, wir sind alle alt und haben Kinder. Ja, Franzi ist schon verheiratet mit David. Was? Beide so, nein. Hat der ein Huhn-Gesicht? Nee. Ich guck den Krieg. Wir haben inzwischen auch herausgefunden, worum es in dem Spiel geht. Ja, habe ich ja bereits erklärt. Eigentlich. Ja. Haben wir das verstanden? Also alle außer ich haben es verstanden. Ja. War ja verständlich. Oh Mann. So. Warum ist eigentlich immer so komisch stöhnen? Ich? Nee, die Villager. Brauchen das? Irgendwer hat mich schon gehauen. Irgendjemand hat sich hier unsichtbar gemacht. Ja, jemand hat den scheiß Rauch benutzt, ey. Darf ich jetzt keine Villager schlagen, oder nee. Was? Ich hab grad einen getötet. Ich werde gerade getötet. Ich muss ganz schnell hier weg. Weg, weg, weg. Was ist dieses Glitzer-Ding da hinten? Da gibt's Bonus. Oh. Alter, der rennt mir immer noch hinterher. Wenn ich jemanden schlage und der ist ein Mensch. Ja. Wird er dann sichtbar? Weiß ich nicht. Was bedeutet Revealed? Revealed, meinst du? Hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich versteckt. David tötet jemanden. Hä? Das war gerade noch ein anderer Spieler. Kapier das nicht. Sieht man, dass ich ein Schwert in der Hand habe? Nein. Okay. Hallo. So laggy hier bei mir, also internetmäßig. Ich hab dich gerade gesehen, David. Ja. Schlägst du gerade einen Villager? Nee, ich kann gerade jemanden hinterher. War das doch nicht du. Oh, ich bin gestorben. Ich werd auch gehauen. Aber wie der mich wieder mal gesehen hat, aber macht ja nichts. Das Problem ist, er war um einige schneller als ich und ja, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen. Hm. Ah. Sind alle tot von euch? Ja, und Bernd ist raus. Warum heute? Ja, ich gehe zurück zur Lobby. Ich auch. Machen wir einfach schon eine Runde ohne ihn, bis er wiederkommt. Ja. Ach ja, nee, er ist ja Leiter der Gruppe. Er muss das Spiel ja beginnen. Über eine andere Lobby. Okay. Vom Lobby 13. Ah, okay. Geht nicht. Warum nicht? Ich kann die Lobby nicht mehr wechseln. Ah, das ist doch zum Mäusemaken.
Ich hab auch irgendwie das Gefühl, ich voll lagge. Ja, das ist wegen dem Villager. Also wenn du das Spiel hast. Ja, das war's dann für heute. Wäre ich mit einer anderen Lobby betreten? Ich kann... Nee, eben nicht. Relog? Muss ich jetzt wieder Relog machen? Such Bernd an. Ach, super. Professionell, wie wieder alles funktioniert. Kann er nicht einfach beitreten? Zu hart. Wie an fehlgeschlagen. So. Es tut mir schrecklich leid. Die Unannehmlichkeiten. Leid. Bernd und Schmuckmüse. Ja, aber ich weiß auch nicht, das war jetzt auch kein so merkwürdig, das war anders als sonst. Das war kein rausziehen wegen Internet, sondern wegen Ruckeln und irgendwie sowas, war merkwürdig. Ja, wegen die ganzen Villager. Das war völlig scheiße. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir weiter. Also ich bin wieder in Lobby 14 und noch in... Ja, ich bin bei euch. Sind wir noch in der Aufnahme? Ja, oder? Ja, wir sind noch in der Aufnahme. Okay. Ja, das sieht gar nicht aus wie ein Pinguin. Ja, das ist ja auch nicht auf mein Skin bezogen. Du wärst ein Pinguin. Menno. Ich bin ein Putzmädchen. Ein Maid. Putzmädchen. Ja. Weißt du, was heißt Putz auf Bayerisch? Ich weiß es nicht. Ja, Putz ist... Habt ihr eigentlich die Schwerter in der Hand oder sieht man das nicht? Das sieht man nicht, oder? Sieht man nicht. Okay. Sagt David und so. Damit wir das in die Hand nehmen und er es töten kann. Explodiert. Oh, da hinten ist ein Ding. Und da prügeln sich auch drei direkt. Hab einen. Hab auch einen. Nice. Wenn wir uns gegenseitig finden, bitte schlag mich nicht, okay? Wir wissen ja gar nicht, was du bist. Du bist da, kleiner Pinguin. Nein. Seh dich. Seh niemand. Wie siehst du mich denn? Ich stehe genau hinter dir. Siehst du mich jetzt auch noch? Also siehst du mich als Mensch? Ja, ich sehe dich als Villager. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt einen Villager haue, ja? Siehst du mich? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Rennst du gerade? Ja, sichtbar, wenn man... Ja, ich renn weg. Vielleicht wird man ja sicher, wenn man einen Villager haut. Ja. Wenn man Villager haut, wird man sichtbar. Wahrscheinlich. Ich glaube hier dieses Spielmodus nicht so. Ja, bist du noch bei mir oder haben wir es verloren? Ich bin jetzt irgendwo anders lang gelaufen. Okay. Damit ich nicht außerdem töte. Obwohl, so schlimm wäre es nicht. Ja, da bist du, David. Seh dich. Als Mensch. Vielleicht wird man einmal ganz kurz sichtbar. Damit man eben nicht die ganze Zeit unsichtbar ist. Also, ja, unsichtbar. Halt. Scheiße. So ein Mortensen, ey. Hab einen.
wie ich nur kleiner Ping heiße. Ich bin doch kleiner Ping. Warum bin ich jetzt schwarz? Ich war kurz sichtbar oder so. Hab noch einen. Oh Mann, David rasiert richtig. Ja, und ich. Aber man kriegt kein Leben mehr dazu, das ist das Problem. Doch, man kriegt Leben wieder dazu. Scheiße, ich muss jetzt erstmal nicht mehr kämpfen. Ich hab keine Rauchbomben mehr. Aber so ein Upgrade haben jetzt, ja. Wir sind schon Top 6. Yay! Top 5. Yay! Noch zwei töten, dann sind wir alle in den Top 3. Yay! Wir müssen uns noch finden. Dann sind wir für immer so in diesem Villager-Team. Da ist jemand gestorben. Ja, nur noch vier! Wir müssen Mr. Morton nicht töten. Mr. Morton hat vorhin mich fast getötet. Es wird halt nur schwer. Ja, wir sind alle sichtbar. Ciao. Ich dachte, das heißt... Hinten links, ein Boot, nein, ein Boot. Nein, ich bin ins Wasser gefallen und dadurch gestorben. Ernsthaft? Oh. Warst du das für ein Boot? Mein Gott, ja. Wie kann man so unfähig sein? Okay, David, jetzt liegt's an uns. Also an dir. Wie ich immer durch Scheiße sterbe, ganz ehrlich. Guck mal, der Villager steht außen. Er ist ganz allein. Ja, dann ist das ein Spieler. Und box ihn mal. Ich weiß nicht, wo der ist. Hier. Willst du den Power ableuchten? Nein. Such mal nach dem Power ab. Da bleibt auch stehen, der Villager. Ich glaube, der hat sich der festgebacken. Okay, Mr. Mortensen war beim Power ab. Also ist es der nicht. David, stehst du irgendwo an dem Eck? Nee, ich glaube ja, nicht. Okay. Ist das ein richtiger Villager, der sich festgebacken hat? Arme. Oh Mann. Ah, ich sehe Mr. Morton. Ah, ich bin einen gesehen. Ja. Hast du gerade bei der Brücke? Nein, Morten, aber ich kämpfe gerade gegen Morton, der ist bei der Brücke. Der schlägt jetzt Minions kaputt. Ich bin tot. Oh. Bei der Brücke, der hat ganz viel Leben, David. Hinterher. Schlag den, schlag den. Der ist weg. Nein, 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 der ist da noch. Nein! Schade. Boah, er hat die ganze Zeit diese scheiß Graugarten gemacht. Wie konnte der mich sehen? Ich hab doch auch Rauchgranaten gemacht! Ich check das nicht! Ah! Hatte ich mal die Chance in einem Spiel, weil ich nicht mal richtig... Meinst du gewinnen? Weißt du? Und dann? Einmal noch. Einmal geht noch, ja. Einmal geht noch, okay, dann bleiben wir drin oder wechseln? Wir haben noch 4 Minuten, aber... Ja, wir haben noch 4 Minuten. Bleiben wir drin oder wechseln wir? Ja, hier kommt keiner mehr rein. Ist halt ja, das dann Problem. Dann gehen wir zurück zur Lobby. Dann gehen wir raus. Ah nee, Quatsch. Wir müssen aufhören, weil wir müssen ja noch Bewertung machen. Ach so? Ja, okay, dann machen wir. Ich denke, man hat jetzt auch gesehen, wie das Spiel... Naja, also ich habe nicht gesehen, wie das Spiel funktioniert, aber die anderen Menschen vielleicht. Also bis gleich bei der Bewertung. Ciao. So, unsere Bewertung zu dem Spiel Sneaky Assassins. Wer möchte denn anfangen? Huch! Danke. Ich war nicht gewollt. Dankeschön. Jetzt darf ich wieder rückwärts laufen. Komm her. Okay. Nimm dich auf den Arm. Ich kann mich einfach rumdrehen. Wer fängt jetzt an? Also ich fang an. Ich hab das Spiel nicht verstanden. Das war mit allem klar. Ich verstehe das nicht, aber es war trotzdem ganz lustig. Ich bin fertig. Gut. Ja, das Spiel war halt ein bisschen schwer zu verstehen, ne? Also... Ja, halt für jeden, der das Prinzip nicht kennt. So Menschen wie mir. War halt echt nicht ganz so einfach. Aber es war einfach so ganz lustig, zumindest zum Teil. Ja, zum Teil. Nur mit deiner Meinung. Heute rumzulaufen. Das war eine coole Umsetzung, ja. So ein bisschen Assassin's Creed. Lässt du das bitte? So ein bisschen Assassin's Creed mäßig. Fand ich echt cool. Aber die Umsetzung war jetzt nicht so berauschend, hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war ganz okay. Okay. Sagen wir... Bernd? Ja? 3 von 5 Punkten. Hast du schon gesagt? Ja. Oh. Ja, ja, hast du gesagt.
Gut, also dann viel Spaß beim selber spielen. Du. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.